Hi, hallo, ich bin's Alena. Ich nehme dich heute einmal mit durch sämtliche Räume und sämtliche Schränke und Schubladen. Es war eigentlich nicht geplant. Ich gebe es ganz offen zu, ich wollte eigentlich nur das Bad ein bisschen schicki machen. Also sprich, den Badspiegel mal von innen wieder sauber, weil da ist Öl ausgelaufen und ein paar Haarfärbeflecken von meiner Haarfarbe waren da drinnen dran. Wie die da hingekommen sind, ich habe keine Ahnung. Und irgendwie wurde dann wieder ein Ausmisten, sauber machen, reorganisieren, also alles wieder in die Reihe ziehen und Nachfüllvideo daraus, also sprich Seifenspender und Pumpspender und so nachfüllen. Und ja, es waren dann doch 2 Stunden, die ich für dich jetzt kurz ein bisschen zusammengeschnitten und im schnelleren Ablauf getimt habe. Wie ihr sehen könnt, an der Rückwand im Badspiegel ist einfach Öl runtergelaufen. Das kriege ich auch mit Putzmitteln nicht weg und auch nicht mehr mit einem Schmutzradierer, denn auch dieser Badspiegel ist locker schon 10 Jahre alt. Und ja, was gibt's zu sagen? Also im Bad habe ich einfach mal mit dem Badspiegel angefangen. Mein Mann ist gerade auf Arbeit gegangen, der hat gerade noch schnell Tschüss gesagt. Und die Kästen im Badspiegel, oben steht meine Schminke, in der Mitte sind dann so Damenhygieneartikel, ein paar Gesichtsmasken, die ich sehr, sehr häufig verwende, mit denen ich äußerst zufrieden bin, und auch unsere Ohrenstrullis drin, also unsere Wattestäbchen für die Ohren. Und im unteren Fach sind dann mein Jojobaöl und mein Mandelöl und die Zahnbürsten, Zahnpasta, Zahnseide etc. Ich habe auch sämtlichen Zahnbürsten heute neue Putzaufsätze dran gemacht, denn die soll man ja auch einmal im Monat wechseln. Und ja, mich hat dann schon das ganze Verpackungsmaterial genervt. Ich weiß nicht, wo das immer herkommt, aber wenn alleine schon die Zahnbürstenaufsätze vom Kind 4-mal eingepackt sind, dann kriege ich schon wieder akuten Brechreiz und leichte Stresspickel. Und also das ist mir echt Wahnsinn. Das ist so viel Verpackungsblödsinn. Das musste ich mir jetzt einfach mal kurz von der Seele reden. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. So, nachdem ich dann in der Mitte vom Badspiegel sauber gemacht habe und Zahnpasta auch wieder aufgefüllt habe, weil die war auch alle, konnte ich mich dann auch gleich ans Schminkpinsel reinigen machen, denn ihr wisst, einmal die Woche, ne, mindestens mache ich meine Schminkpinsel sauber. Und da ich nicht so viel rausschneiden wollte heute und auch wirklich dir mal ein längeres Video einfach gönnen wollte, so von knapp einer halben Stunde oder über eine halbe Stunde, wir sehen ja, wie lange es dann geworden ist, dachte ich mir, ich lasse einfach mal so viel wie möglich drin. Die Toilette ist natürlich auch geputzt, die habe ich aber wieder rausgeschnitten, denn du weißt, Toilette putzen ist nicht mein Nonplusultra, und ich habe dich heute einfach mal 2 Stunden mit durch meine Wohnung gezerrt, und ich hoffe, du bist nach diesem Video inspiriert und motiviert und hast einfach ganz viel Lust, dann auch was zu machen bei dir zu Hause. Und manchmal sind auch die kleinen Sachen schon einfach klasse. Ich habe mich heute auch weniger aufs Putzen konzentriert, also jetzt nicht wirklich Großputz gemacht, wie ich es sonst mache, oder wenn ich wirklich einen Raum vom Decke bis zum Boden einmal durchschrubbe, sondern ich habe mich heute so um die ganzen Schubladen und Schränke gekümmert bei uns hier zu Hause. Denn das war mir einfach schon wieder ein Anliegen. Es musste auch bei uns mal wieder ein bisschen schneller gehen unter der Woche. Und dann dachte ich mir, okay, komm, dann klemmst du dich jetzt einfach hin und machst das gleich nach dem Bad noch weg. Ich habe übrigens im neuesten Spotify entdeckt. Ja, dank meinem Großen, also meinem 18-jährigen Teenager, bin ich jetzt auch auf Spotify unterwegs. Und ich bin gerade von diesen ganzen Musiklisten total geflasht. Also ich gebe es ganz offen zu, im Moment habe ich gerade die 2000er Party-Hits drin, die höre ich rauf und runter. Also wenn du beim Video denken solltest, Alena führt Selbstgespräche, nein, ich singe mit und sei froh, dass ich den Ton nicht drin gelassen habe. Das wollen wir alle nicht hören. Im Badspiegel ging es auch gleich auf meiner Seite weiter. Auch hier war wieder einfach zum Ausmisten und zum Organisieren. Es gibt Dinge, wo ich merke, die klappen bei meiner Haut mal lustigerweise 14 Tage sehr gut oder auch 4 Monate ganz gut und dann auf einmal irgendwie nach 4 Monaten nicht mehr. Und ich habe ja sehr sensible Haut, die ja dann wirklich zu, wie nennt sich's? Ich komme bestimmt noch drauf, zur Akne neigt, also zur tief entzündeten, in der Haut sitzenden Akne. Also sehr lecker, ich sag's euch, aber egal. Und bei meinem Mann auf der Bartseite ging es dann natürlich auch weiter. Denn auch hier gibt es einfach Dinge, die er in seinem Bartspiegel hat. Die hat er mal angefangen, hat er aber dann schon seit Ewigkeiten nicht zu Ende benutzt. Und irgendwann sind die Dinger einfach auch nicht mehr gut. Das erkennt man ja immer an dem kleinen Tiegel hinten auf dem jeweiligen Produkt. Und genau, die habe ich dann einfach auch jetzt rigoros raus, weil, ne,
Muss ja nun nicht sein, auch wenn das ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist, auch bei diesen geöffneten Tiegeln. Aber gerade was Pflege oder Gesichtspflege oder generell alles, was mit der Haut in Kontakt, in Berührung kommt, Safety first ist wichtiger. Sagt mir mal bitte auch ganz deutlich, wie ihr jetzt die Lichtverhältnisse findet. Ich habe jetzt mal die Kamera komplett auf Automatik gestellt. Sagt mir mal, ob es bitte zu dunkel ist oder ob das so in Ordnung ist oder ob es zu hell ist. Weil, also einmal alles komplett auf Automatik, die Blende jetzt auch auf Automatik, also alles. Die ganze Kamera steht jetzt auf Automatik. Ich weiß, dass wenn ich gegen das Licht filme mit der Kamera, dass es dann sehr, sehr hell werden kann. Das ist aber auch im Automatikmodus so. Aber ich habe jetzt mal im Videobearbeitungsprogramm eine andere Einstellung ausprobiert. Sag mir mal bitte ganz, ganz ehrlich, ob das jetzt besser ist vom Bild her, weil interessanterweise sind meine Videos, wenn ich die bearbeite, bei mir im Programm in Ordnung, auf meinem Handy auch, auf unserem Fernseher auch, und dann schreibst du mir oder jemand anders dann eben immer in die Kommentare, boah, wieder viel zu hell und irgendworan muss es ja liegen. Bei uns sind die ganzen Bildschirme kalibriert nach Fotobearbeitungen, hast du nicht gesehen. Ja, würde mich jetzt einfach mal interessieren, ne, wie die Bildqualität jetzt so ist. Ich habe mich auch jetzt für andere Musik in diesem Video entschieden, ohne Gesinge, ohne Gemache. Auch unser Erste-Hilfe-Medikamenten-Haarstyling-Fach wurde wieder einsortiert und unsere Medikamente stehen im Bad und da stehen sie schon, seit ich denken kann. Also das war schon in meiner Kindheit so und ich komme mit denen da im Bad einfach am besten zurecht. Woanders macht es für mich keinen Sinn, die hinzustellen, auch nicht in die Abstellkammer, so von wegen dunkel und kühl. Unser Bad ist jetzt nicht wahnsinnig dunkel, also nicht wahnsinnig hell, sie stehen ja nicht offen rum und da sind auch nur Medikamente drin, die nochmal, also die sprich zu sind. Erkältungsbalsam, der zum Beispiel fest verschraubt ist, da kommt keine Luft rein, wenn du weißt, was ich meine. Also die Medikamente befinden sich ja auch dann nochmal in einzelnen Boxen. Die große Box von uns, wie du gesehen hast, ist jetzt nicht 100% luftdicht. Da ist ja oben so der, ne, Nüppel drauf, also der, das, oh Gott, ich kann heute schon wieder nicht reden. Entschuldigung, das Loch in der Öffnung einfach im Deckel, also das Loch in der Öffnung, ja. Das Loch im Deckel, damit man es auf und zu kriegt. Und genau, sonst sind alle anderen Medikamente natürlich innen drin weder offen noch angebrochen noch sonst irgendwas. Daher können sie auch nicht schlecht werden und kippen. Unseren Backup-Korb, also Backup-Bin, wie ich ihn immer ganz nenne, unseren BB, der musste auch wieder einsortiert und ja, nur aussortiert werden. Es gibt auch Gesichtspflegesachen von The Ordinary, die ich sehr, sehr gerne benutze, weil die so herrlich basic sind, dass meine Haut sich da im Gesicht super mit klarkommt. Neben den Ölen, die ich ja so benutze. Und da musste ich einfach auch mal wieder Ordnung schaffen, sortieren und dann im Anschluss sämtliche Seifen und Pumpspender nachfüllen. Ja, richtig. Jetzt geht's an meine Kiste im Bad. Und wie ihr sehen könnt, ich habe demnächst nach der Hochzeit ein paar lustige Haarexperimente vor mir. Ich habe mir gedacht, warum nicht mal wieder was Neues ausprobieren. Also ich habe jetzt noch eine Packung von meinem normalen Braun für einen Ansatz vor der Hochzeit. Und nach der Hochzeit werde ich experimentieren, was meine Haare angeht. Dann werde ich so ein bisschen aufhellen und vielleicht auch ein bisschen grau. Und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch zum Friseur gehen, denn ich war schon seit 2 Jahren nicht mehr beim Friseur. Aber ich habe mir gedacht, den Spaß gebe ich mir dann einfach mal hier zu Hause, mal so ein paar Haarexperimente zu machen. Folgt mir mal auf Instagram, da poste ich dann im August wahrscheinlich ganz lustige Bilder von mir, während ich an meinen Haaren rumdoktor. Hier gehörte auch wieder einfach mal alles organisiert. Bei mir in der Früh geht's auch immer schnell. Und Moment, ich muss mal gerade auf mein, genau, meine Morgenroutine hast du schon gesehen. Ich habe gerade mal auf meinen Drehplan geguckt. Jetzt weißt du, warum meine Kiste dann teilweise, ne, so aussieht, wie sie eben aussah, denn in der Früh geht es bei mir auch schnell, dann schmeiße ich alles nur rein und wie gesagt, ich nehme dann immer mal ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Entspannung brauche, das klingt jetzt wahrscheinlich völlig absurd, aber wenn ich Entspannung brauche, dann kümmere ich mich eben um die Kisten und die Schubladen bei uns hier zu Hause und die Schränke, das ist für mich entspannend, dieses Zurückorganisieren, Ausmisten, ja, auffüllen, also Seifenspender auffüllen, kann auch eine sehr entspannende Sache sein, wie ich finde. Ja, so bin ich halt, ne? Wahrscheinlich habe ich einfach einen Knall. Die ganzen Haarklammern etc., die landen bei mir in so einer kleinen Sortierbox.
Da komme ich einfach am besten mit zurecht und es gibt Haarklammern und Haarspieße, die ich mal gebraucht habe für Perücken, wenn ich die auf meinem Perückenkopf festmachen will. Den Perückenkopf habe ich ja nun nicht mehr, Perücken habe ich immer noch für Fotos, aber die Haarpins, um die Perücke auf dem Puppenkopf festzumachen, die brauche ich natürlich nicht mehr, die konnte ich jetzt auch entsorgen. Pumpspender auffüllen in der Dusche war auch mal wieder dran. Die Pumpspender hier von uns, das sind die 1-Euro-Pumpspender von IKEA. Ich mag sie wirklich sehr, weil A, viel reinpasst und B, einfach auch hier, die aus Glas bestehen und nur einen minimalen Plastikanteil haben. Und von dem her bin ich da auch wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Und natürlich habe ich dann auch noch ein bisschen weiter rumgeputzt. Ich habe mir jetzt wieder Flüssigwaschmittel gemacht und habe mir davon eine alte Duschpackung von meinen Schwiegereltern gemopst. Denn da konnte ich mein Flüssigwaschmittel einfach super reinfüllen und habe es schon mal auf Vorrat gemacht. Ich habe jetzt gerade im Moment Pulvernotstand, kann man sagen. Ich habe mir jetzt mal wieder was Flüssiges gemacht an Waschmittel und den Rest von meinem Pulver, den verwende ich natürlich auch noch. Und wie ihr sehen könnt, ich habe da schon zwei Beutel hängen, einmal mit Papiermüll, einmal mit Plastikmüll, damit das Ganze dann einfach auch erledigt ist. Der Badmülleimer geht auch schon wieder über, ne? War einfach dann auch zu erledigen. Und dann sind wir auch schon gleich fröhlich munter mit dabei, hier ein bisschen Papier und Plastik auseinander zu sortieren. Und weil diese Auseinandersortiererei nicht gerade die spannendste ist, habe ich mich entschieden, ich schneide einfach dann einen Teil weg. Ich habe natürlich auch wieder eine Wäsche fertig gehabt und auch schon die nächste helle Wäsche mit der Bettwäsche vom Kleinen angestellt. Und so habe ich jetzt einen dezenten Übergang ins Schlafzimmer geschaffen. Ich brauchte eine neue Playlist und bei Spotify und ich feiere Spotify. Das läuft im Moment rauf und runter. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, nachher im Wohnzimmer meine CDs wegzutun. Denn alle Musik, die ich in CDs habe, also The Offspring oder Omp oder ganz alte Band, ich weiß, oder auch Linkin Park, das kann ich alles auch auf Spotify hören. Und dazu brauche ich jetzt einfach auch keine, CDs mehr. Jetzt habe ich das Wort. Wäsche gehört natürlich auch aufgehangen und ja, ich mache im Moment sehr viel Sport und habe ich da jetzt auch öfter mal Sportkleidung auf der Leine oder die auch mal beim Aufräumen und Putzen an. Und genau, kurz zum Sport. Ich habe meinen alten, also in Anführungszeichen alten Zweitkanal, wollte ich ja eigentlich erst platt machen, den Alenas Mom Style. Und das tat dann doch irgendwie weh und dann dachte ich mir, nee, mach's jetzt vielleicht nicht. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn ich aber öfter, also ich mache jetzt öfter, die dreimal die Woche habe ich eine richtige Workout-Routine und dann noch so just for fun. Die Workout-Routine seht ihr jetzt dann auch noch oder habt ihr sogar schon gesehen. Ich muss mal gucken, wann ich dieses Video so eintakte, aber ich glaube, nein, die seht ihr einfach nächsten Samstag. So, Punkt um. Drehpläne sind alles. Nein. Und ich habe jetzt einfach meinen Zweitkanal umbenannt. Also er heißt nicht mehr Alenas Mom Style, sondern Mom Fit. Und da möchte ich immer so, wenn ich mal so kurze Sachen mache,
wie mal eine kurze Yoga-Session oder mal Stretching oder mal ein anderes Workout, weil man soll ja auch beim Workout nicht immer das Gleiche machen, denn ne, mal braucht ein Muskel, man hat Muskelkater zum Beispiel und ganz kräftig im Hintern oder an der Beine oder wo auch immer, und da mache ich einfach ein anderes Workout immer wieder. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz witzig und ganz lustig. Also gibt es jetzt auf dem Kanal MomFit, der früher mal Alinas Mom Style war, immer so 10 Minuten Workout, Yoga, Stretching und sowas. Wenn du Bock hast, kommst du vorbei, guckst es dir an. Und genau, kleine Info, da rede ich nicht auf dem Kanal. Da wird nicht gesprochen, da gibt's Musik. Das Ding ist auch auf Englisch. Bedeutet, die Posen, also beim Yoga und auch beim Workout sieht man alles. Aber wundere dich nicht, es gibt dort nur eine englische Videobeschreibung und ich rede da auch nicht. Also wenn du mich quatschen hören willst, musst du hier bleiben. Ansonsten, wenn du sagst, boah, Alina, ich ertrag dich heute gar nicht, dann gehst du rüber zu MomFit, da siehst du mich nur beim Sport machen. Und genau, im Schlafzimmer ging es dann auch an unsere Kommoden, also sprich unseren Kleiderschrank, mit den offenen Hängeregalsystem oben drüber, auch alles IKEA, wie du jetzt aus der Wohnungstour schon weißt. Und hier musste ich wirklich mal den Staub oben abwischen. Ich zeige euch natürlich den Lappen dann auch gleich im Anschluss. Und auch hier habe ich mich durch alle Schubladen gewühlt. Schön staubig, gell? Wir haben jetzt auch hinten raus eine Baustelle. Yay! Ganz toll. Also ich habe mich durch alle Schubladen gewühlt, habe alles mal wieder richtig eingeräumt und reorganisiert, auch beim, in Anführungszeichen, Kleiderschrank, also bei der Kleiderkommode von meinem Lieben, von meinem Liebsten. Und ja, das musste einfach mal erledigt werden. Und auch hier ist dann wieder einiges in die richtigen Schubladen und in die richtigen Körbe. Und auch, also ich habe mich heute wirklich mal um so alles gekümmert, was mir jetzt schon wieder länger auf der Seele lag und wo ich mir dachte, das muss jetzt einfach auch mal wieder sein.
Natürlich dürfte dann auch meine Kleiderkommode nicht fehlen, nachdem ich auch die mittlere, wie du eben schon gesehen hast, sortiert und aufgeräumt habe. Ja, ne? Wenn man dann auf einmal weiß, wo das Sportzeug eigentlich hingehörte, dann kann man das Ganze aus diesem kleinen weißen Kasten wieder raustun und dahin, wo es hingehört. Ich mag's ja, ne? Wenn ich meine eigene Organisation mir dann so zwischendrin denke, das war doch irgendwie anders geplant. Moment mal, das war doch anders irgendwie. Aber Himmel nochmal, wie war's denn? Und alles, was ich hier nach rechts auf die Nähmaschine lege, das sind so Sachen, die ich ändern muss, wo ich nochmal was, stopfen muss etc. Hier hängen jetzt unsere Hochzeitsoutfits für den Kleinen, für meinen Mann und auch für mich. Denn am 31.07. ist es ja soweit. Wir werden euch da natürlich auf Instagram so ein paar Schnappschüsse über den Tag mitgeben und mitnehmen. Also auf meinem Instagram-Kanal Alenas Momlife kannst du, also da findest du mich auf Instagram. Und für alle, die kein Instagram haben, da machen wir das dann, diese Schnappschüsse, also so ein paar Ausschnitte von unserer Hochzeit, die machen wir dann auch auf Facebook. So, für alle, die gefragt haben und schon gebangt haben, dass wir da nichts machen. Ob es ein Hochzeitsvideo für YouTube geben wird, das wissen wir noch nicht. Das entscheiden wir dann ganz spontan. Und da bin ich ganz ehrlich, so Privatsphäre technisch, da sind ja dann also unsere komplette Familie drauf. Ich muss mal gucken, ob wir dann da was Schönes zusammenschneiden können aus den ganzen Aufnahmen und Fotos von der Fotografin und ob das so klappt. Also wenn es was Schönes wird, wird es ein Hochzeitsvideo vielleicht geben. Ansonsten seht ihr das auf alle Fälle auf Instagram und auch auf Facebook. Wenn ich so einen kleinen Hochzeitszusammenschnitt mache von Videoaufnahmen und Fotos, dann wird der aber irgendwann erst im August online gehen, weil wir nämlich das Wochenende vom 31.07. bis 2.8. nicht da sind. Der Kleine ist an die Großeltern dann verkauft. Der Große darf dann hier alleine in der Wohnung sein und mein Mann und ich, dann mein richtiger Mann und ich, wir befinden uns dann gerade im Flitterwochenende und lassen es uns gut gehen. Das heißt, wenn ich dann über dieses Wochenende ein bisschen weniger antworte etc., seht es mir bitte nach und nicht wirklich online bin, dann liegt das aber nicht daran, dass ich euch auf einmal nicht mehr leiden kann, sondern dass ich einfach meine Zeit anderweitig genieße. Hier habe ich so eine typisch schöne Kiste gefunden, mit Organisationsbehältnissen, wo ich mir erst noch nicht sicher war, ob ich sie noch mehr brauche. Nein, ich habe sie nicht gebraucht. Und jetzt nach 5 Monaten aufheben, können wir sie dann auch mal wegtun. Ne? Sind wir realistisch, sind wir ehrlich. Und ich habe dann auch alles, was ich wirklich jetzt auch schon wieder im Schlafzimmer so zwischendrin gebunkert habe, zum behalte ich nicht, ich weiß nicht, möchte ich es noch, möchte ich es nicht. Ich konnte mich immer noch nicht entscheiden, ich pack's jetzt weg. Also jetzt kommt es wirklich zum Spenden und auch in, ja, ne? Wie es halt sein soll. Im Kinderzimmer ging es dann auch gleich weiter im Kinderkleiderschrank. Das ist alles der Tower, den er hier hat, also diese Dreierkommode von Malm. Das ist alles, was er an Kleidung hat. Ein bisschen was befindet sich noch unter unserem Bett, so ein paar Winterjacken. Aber diesen Herbst ist wieder Großeinkauf angesagt und ich habe jetzt hier wirklich geguckt, Kleidergröße 110, 116, was haben wir noch drin, was kann jetzt wirklich mal raus und habe kontrolliert, dass wirklich alles auf Größe 122, 128 hängt, weil im Herbst kann ich dann schon die nächste Größe kaufen. Ich glaube, das ist dann sogar schon 134 und er ist noch keine 5 Jahre alt. Also ich weiß nicht, wo der hinwächst. Ich habe jetzt auch innerhalb von 4 Wochen komplett neue Schuhgröße kaufen müssen. Der ist von der 29 ratzap auf die 30 und jetzt die Schuhe hatte der noch nicht mal 4 Wochen an. Jetzt musste ich schon alles in 31 kaufen, weil der so einen Schub in die Füße gemacht hat, der Kleine. Wahnsinn! Also irgendwann ist er nicht mehr der Kleine, irgendwann ist er dann nur noch der Junge, weil er wahrscheinlich dann schon größer ist als ich und da ist er dann vielleicht noch nicht mal 10 Jahre. Keine Ahnung. Also er wächst wahnsinnig. Die Boxershorts, die ihr hier am Rand sehen könnt, die kommen gleich in den Müll. Die möchte ich auch nicht mehr in die Altkleiderspende tun. Da sind ausgeleierte Gummis etc. dran. Und wie du sehen kannst, ich bin da einfach auch einmal am Durchsortieren. Die Bettwäsche konnte ich dann auch gleich rausmachen, denn ich habe heute seine ja gewaschen und musste dann das Bett alternativ neu beziehen. Thank you.
Was ich auch wirklich klasse finde, wenn ich da mal was umorganisieren möchte, so wie jetzt beim Aquarium. Ich hatte noch einen Organisationsbehälter. Jetzt werde ich einige einfach auch wegtun, weil ich so viele Sachen gar nicht mehr brauche. Also Aufbewahrungskörbe. Und von dem her bin ich da mal auch immer ganz froh, dass ich die erst aufgehoben hatte. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt können sie dann wirklich weg. Spielzeug wurde auch durchsortiert. Und dann sind wir auch schon gleich im Wohnzimmer. Nichts geht hier ohne Kaffee. 2 Stunden, 2 Tassen Kaffee, das muss einfach drin sein. Ab geht's an unsere hängende Sideboard-Aufbewahrung unterm Fernseher im Wohnzimmer. Da steht die monströse Anlage meines Mannes. Ich habe geguckt bei den ganzen CDs. Was sind meine? Die habe ich rausgenommen. Den Rest, den ich in der Kiste lasse, das ist seine CD-Sammlung von vor 20 Jahren, 25 Jahren noch. Also das sind seine CDs und bleiben da auch. Die kann ich nur, da komme ich ja in Teufels Küche, wenn ich die jetzt hier wegtue. Um Gottes Willen. Dann werde ich nicht heiraten, wenn ich diese CDs entsorge oder verkaufe oder verschenke. Dann bin ich wahrscheinlich wieder Single und alleinlebend und das will ich nicht riskieren, so kurz vor der Hochzeit. Drum bleiben seine CDs da. Die muss er dann einfach mal selber durchgucken. In dem ganzen Schrank habe ich mich dann darum gekümmert, dass alles wieder an seinen Platz kommt, dass alles wieder korrekt sortiert ist, dass alles wieder da ist, wo es hingehört. Und bei den Xbox-Spielen zum Beispiel finde ich das dann auch interessant, das seht ihr dann auch gleich. Wenn man die dann einmal richtig wieder einsortiert, passen die komischerweise alle rein in die Box und dann muss man da auch keine mehr oben auflegen. Und das finde ich immer recht interessant, dass das dann eigentlich auf einmal doch passt. Nun können wir auch gleich weitermachen bei den ganzen, ja, eine leere Kiste. Schön, Alena, gut, dass du die aufgehoben hast, die brauchen wir auch, ganz dringend. In dieser Kiste befinden sich Glühbirnen, Batterien und so ein paar kleinere Lichterketten. Also unsere Weihnachtslichterkette ist da drin. Und andere Sachen einfach noch, die mussten jetzt einfach, also es gibt Dinge, die müssen raus und da sind auch schon wieder Batterien irgendwo drin, wo schon wieder keiner mehr wusste oder wo ich zumindest nicht wusste, sind das jetzt welche zum Aufladen oder sind es diese normalen Batterien. Wir stellen jetzt komplett um auf rechargeable, also sprich auf wieder aufladbare Batterien. Ich habe noch einige hier, die normal sind, also die man nicht wieder aufladen kann. Und die musste ich jetzt einfach auch mal einsortieren in die Box. Das ist auch so eine kleine Sortierbox, wie ich schon im Bad habe. Wie bei den Kerzen 2 leere Batterien reinkommen, ich weiß es nicht und das nervt mich. Unsere Anleitungen für die Dinge, wo wir die Anleitungen tatsächlich auch aufheben wollen, die haben ihre eigene Kiste. Da sind dann auch so Lego- und Playmobil-Anbau- und Aufbauanleitungen drin. Himmel, eine halbe Stunde quatschen wird echt anstrengend. Hier sind wir jetzt auch schon bei der Kinderbastelkiste. Diese Kinderbastelkiste, da sammle ich immer wieder Sachen drin. Sei es, also der Große hat eine eigene schon mittlerweile auf dem Dachboden und hier sind jetzt so die gesammelten Kunstwerke vom Kleinen aus seiner Kindergartenzeit drin. Es sind nicht alle. Hier sortiere ich immer wieder mal regelmäßig aus. Also er bringt Sachen aus dem Kindergarten mit, die packe ich in diese Box und wenn ich dann wieder mal so eine Mußestunde habe wie heute, dann gehe ich diese Kiste durch. Alles, was schön ist, wird behalten. Also sprich alles, was er gebastelt hat, gemalt hat im Kindergarten. Es bleiben auch kleine, in Anführungszeichen, Kritzi-Kratzi-Bilder drin, denn das ist auch so seine Entwicklung. Und hier sind noch ein paar Sachen vom Großen, hier sind noch ein paar Kunstwerke vom Kleinen. Und alles, was mal, also was jetzt für mich keinen... Das klingt jetzt wahrscheinlich total fies und gemein. Alles, was für mich keinen tieferen Sinn ergibt an 3 Strichen auf dem Papier, die sortiere ich aus. Alles, was er wirklich im Kindergarten mit Muße und Projekten gebastelt hat, die behalte ich. Denn das möchte ich ihm irgendwann, wie ich es beim Großen auch machen werde, zur Hochzeit als so ein großes Zeichenbuch
gesammelte Kunstwerke deiner Kindheit. Das möchte ich meinen Söhnen dann zur Hochzeit schenken. Drum behalte ich ja auch einiges. Wir sind jetzt sogar schon in der Küche. Verdammte Haxe. Das ging echt schnell. Konnte mich gerade nicht entscheiden, ob ich verdammte Axt oder verdammte Haxe sag. Es wurde eine Mischung. Weniger Kaffee, Alina. Viel weniger Kaffee. Auch hier habe ich wieder aufgefüllt, was aufgefüllt gehört. Die Verpackungen von den Nudeln zum Beispiel zum Recycling gebracht. Meine ganzen mittlerweile selbstgemachten Sachen werden natürlich auch alle schön kategorisiert, also Kirschkompott, Kirschmarmelade etc. Ihr habt ja jetzt schon einige Rezepte von mir gesehen. Die Sachen verwenden wir und ich habe schon alles, was ich mittlerweile selber gekocht und eingekocht und fabriziert habe, schon gekostet und es schmeckt unglaublich gut. Lass mich auch mal wissen, wie du diese Rezeptideen auf YouTube findest, ob dir das Freude bereitet und ob das was ist, was ich öfter bzw. regelmäßiger integrieren soll. In der Küche habe ich dann auch sämtliche Schubladen einmal durchgeguckt und grob durchsortiert. In meinem heißgeliebten Eckschrank in der Küche, da ist gerade Kraut und Rüben, das ist aber eine längere Geschichte und die muss ich dann machen, wenn ich mir eine richtige Vorratskammer etc. anlege, dann kommen diese Sachen, die da jetzt so ein bisschen reingestopft sind, kommen dann da alle rein und drum habe ich diesen Schritt jetzt einfach heute mal übersprungen, den hebe ich mir auf, wenn ich ein bisschen mehr Muße habe, wenn ich dann meine Vorratskammer neu designe bzw. mir eine neue einrichte und da werde ich euch, wenn ihr Lust habt, auch wieder mitnehmen. Der Geschirrspüler ist natürlich auch so etwas, was bei uns eigentlich immer täglich anfällt und das war eben jetzt nicht anders. Und ja, dann habe ich den eben auch mal noch schnell aufgeräumt und ausgeräumt und wieder eingeräumt. Die Vorratsgläser, die jetzt leer sind, wie mein WC-Pulver, damit das auch gleichzeitig mein Rohrfreimittel ist, ist alle. Ich brauche aber jetzt erstmal wieder Zitronensäure und das, was ich jetzt für die Waschmaschine habe, das möchte ich jetzt da nicht noch aufbrauchen. Das heißt, ich muss heute mal noch schnell in die Drogerie und mir dann noch schnell Zitronensäure holen, denn bis dann ich meins bestellt habe, das dauert dann einfach wieder zu lange und das muss einfach auch erledigt werden. Ich habe mir dann aus dem Garten auch schon Salbei getrocknet, Pfefferminze getrocknet und Zitronenmelisse getrocknet und natürlich auch Schnittlauch getrocknet. Und das Ganze habe ich mir dann jetzt im Anschluss auch gleich klein geschnitten, bis auf das Schnittlauch, aber alles andere habe ich mir klein geschnitten und in meine leeren Nutella-Schrägstrich auch Vorratsgläser gefüllt. Und damit ich einfach schon mal was habe für den Fall, ne, wird ja bald schon wird der Herbst und Erkältung. Und Alena ist ja da so prädestiniert mit Erkältung. Ich liebe meinen Eckschrank. Das ist auch so ein, also das ist... Wer Eckschränke erfunden hat, ich habe keine Ahnung, ich finde sie schrecklich. Auf alle Fälle habe ich mir eben schon wieder einiges getrocknet. Dazu hänge ich die einfach ganz normal kopfüber, wie du sehen kannst, an jede Möglichkeit, die ich hier zu Hause finden kann. Und sei es der Ofen, also der Herd. Damit mir dann einfach die Luft mein Zeug trocknet, dann brauche ich oder verbrauche ich keinen Strom und konnte mir das dann eben jetzt alles so einmal gleich fertig umfüllen. Das Schnittlauch habe ich dann getrocknet. Ja, Schnittlauch. Wie komme ich denn auf Schnittlauch? Es ist Petersilie. Meine Herren. Entschuldigung. Also die Petersilie habe ich mir dann einfach nur in ein ganz normales Schraubglas gefüllt, damit ich sie einfach mir dann beim Kochen so zurecht bröseln kann, wie ich sie haben möchte. Und ich verwende auch bei der Petersilie beim Kochen die Stängel. Genauso wie auch bei getrockneten Kräutern oder auch getrockneten Tees, also wie Salbei, Pfefferminze und Zitronenmelisse, denn es kommt eh alles in ein Teesieb und die Stängel sind genauso in Ordnung wie die Blätter und dann werde ich auch die Stängel einfach behalten. Mich reut's dann immer so viel wegschmeißen zu müssen. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil von dem, was bei mir im Garten wächst. So ist es eben. Die Gläser konnten dann natürlich auch schon in meine kleine Kaffeevorratsecke oder Kaffeebar-Vorratsecke und ja, die Tür
Also wir haben hier so gerade Böden in der Wohnung, dass die Türen ständig von selber aufgehen. Zu bleiben sie nicht. Du kannst bei uns im Wohnzimmer eine Murmel auf den Boden legen und die rollt dir einmal vom einen Ende bis zum anderen Ende. Denn die Böden sind hier einfach nicht gerade. Das ist klassischer Altbau. Und ich möchte natürlich auch noch zeigen, was ich aussortieren kann, was ich spenden kann, was in die Kleidersammlung gehört und auch was recycelt wird. Dann sauge ich jetzt noch meine Wohnung durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.